Herzlich willkommen auf Tizi Dos. Für uns geht es heute zum Border League Finale Final Four. Wir haben schon kleine Anreiseschwierigkeiten. Wir fahren zu dritt hier drin. Kameramann Pizza wieder am Start. Perfekte Auto, auf jeden Fall wieder von den Teams ausgesucht. Für viele Reisende. Ich glaube, wir müssen wechseln, oder? Aktuell geht's noch. Wir haben so Ronettverfahren. Wir wechseln immer so alle 50 Kilometer einmal durch. Also, ich sag, für mich ist es wirklich in Ordnung. Ich weiß nicht, was ihr habt. Für mich geht's auch. Ich sitze vorne. Ich habe natürlich wieder so einen Halb. Beim Zugucken so, aber es geht. Nee, wir waren in Schlittag. Man muss ja sagen, bei dem Wetter ist es eigentlich geil. Ne? So. Ja. Aber klar, die hinteren Plätze sind halt wirklich so die Notfallsitze. Und wie ich seine Haare sehen, wenn ich mir die angucke, auch sage ich immer. Nichtsdestotrotz, wir haben kurze Tankstopp gemacht. Heute geht es bis in den PSD Bank, Dombank in Düsseldorf. Große Finale. Ich glaube 14.000 Zuschauer, Live-Zuschauer. Ja. Geiles Programm. Wir haben es ja leider nicht geschafft. Ihr habt die letzten Vlogs gesehen. Da geht auch viel Liebe raus für euren Support bei den Vlogs. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, weil heute wird es da so viel zum Filmen und zu sehen geben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so die Border League Saison fandet. Ne? Was wir vielleicht noch verbessern sollten. Ja. Schreibt rein, wie ihr es fandet und was vielleicht auch ihr verbessern sollt. Vielleicht habt ihr einen Tipp, vielleicht seid ihr auch da draußen jemand, der ein bisschen kicken kann. Wir brauchen Verstärkung für VfB Zimmer. Meldet euch. Servus. Ja. So Freunde, wir haben uns jetzt hier schon akkreditiert. PJ haben wir vergessen auf die Liste zu schreiben, der muss halt leider draußen bleiben. Pech gehabt, würde ich sagen. Oder PJ, was sagst du? Ja, ich find's super, ich bleib auch gerne hier draußen. Ein Ticket. Do good, do great and they talk bad on you. No need, no face, cause they're not factual. I won't stay too long here, I'm just passing through. I might hit the bank and get a bag or two. My mama asked me why you got that cash on you. Second you switch up, they might get mad at you. No, you're not my friend, so no, I'm taxing you. You're all like my sons, I'm going dad on you. Good job. Get my no prop. Hit my line. Ja, Alter. Ey, mach ein Bild. Hey, mach ein Bild. Digga, direkt mit Paul Pogba ein Bild gemacht, Alter. Was ist jetzt? 3 Minuten hier, es geht wieder komplett ab. Was geht hier ab? Ich war so nervös. Wieso ist denn der gleich auf dich zugegangen eigentlich? Stimmt, ja, weil er gesagt hat, hier ist der Friends from my village, ne? Ah. So, und er kam direkt hier und sag ich, ja, Alter. Der Pauken, der erste Spieltag, als der Pauken die Info 6:0 oder 6:1 war, glaube ich, gegen Lastliga Ladies gewonnen haben und wir dachten, wir wollen es nicht. Ja, er wackelt. Man hört. Ja. Er wackelt. Ich kann das ja sagen. Den ganzen Tag, die ganze Elber gemacht, er hat gesagt, er wollte es machen. Er hat auch gewackelt, er wollte es machen. Ja, Broski, ne? Was ist das? Ja. Eigentlich ist er auch schon da, aber er traut sich gerade herzukommen. Ich bin entlassen. Hey, Thomas! Leider steht auf der Reuse, Marco. Servus. Was kommt alles klar, Meister? Yes, bitte? Ja, natürlich. Aber knapp, oder? Wir waren eigentlich ganz, ganz knapp. Am Ende dann noch 10er geworden. Uns geht was gedacht. Wollten wir gerne einmal? Ja. Oh, Leute. Ey, ich sag's euch, so eine Hektik vorher, ne? Immer mit dem Akten hier und rein und raus. Aber wir haben's geschafft. Alle sind drin. Schon unnormal viele Bilder gemacht. Tizi Ami ist da. Leider die Frau verzinnen muss ja heute nicht dabei. Aber wir trinken jetzt noch was, essen was, dann geht's auch schon los. In 8 Minuten geht's schon los, ne? Guck mal, bitte, ist hier Reis, ne? Ja. 20 Sekunden. Digga, der Lachs war so geil. Der Lachs ist richtig geil. Das ist ja was, ich
Beton Berlin, die so winter rausgeflogen sind. So viel zum Thema, die Paintball ist nicht wild. So viel zum Thema, da hat er getroffen, ne? Und was haben wir noch? Anschneiden. Scheiße. Hat nicht getroffen. MVP von Hardstyle. Was sagt ihr, Max? Geil schon mal. Rappst du heute was? Ja. Du machst die Halftime-Show. Ich sag, die rasten gerade aus in der Richtung. Oh, Sam, kannst du gleich nochmal? Ja, fertig, so gut. Okay, dann nicht. Siehst du, alles mit Auge, alles mit Auge. Der stimmt. Der tischt dann aber auch nicht gescheit. Sorry. Ich wüsste, der tischt dann aber nicht gescheit. Hey, sorry. Bitte, das ist jetzt Zimbo. Das ist jetzt Zimbo. Ich wollte nur an den Tisch. Ich bin jetzt da. Die Gier war wieder so hoch. Nein, ich wollte nur das Ding holen. Und wollte sagen, ich habe einen Schutz. Auge auf, dann meinst du. Das Schlimmste ist, die Fans denken ich was. Das ist das Schlimmste daran. Ey, guck mal, hier ist sogar noch der Beweis, dass sogar das Ding abgebrochen. Für den Mann kein Alkohol. Nein, der Zicker, der hat schon umgeschmissen. Der ist nervös. Ey, das ist aber... Das ist so krass. Das ist so krass, dass du auf mich denkst. Das ist krass. Ey, ich war's nicht. 2-0 für Calcio Berlin. Der Torwart kann ausgewechselt werden. Was ist denn heute los mit euch? Beide Teams, bitte zügig ich wieder bereit machen. Ich hab den Trommelfeld verloren. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, alle waren wirklich so Spandau, Las Liga Ladies. Ich sag euch ehrlich, unsere kalte Jungs, die holen das Ding nach Hause. Weil die hat keiner auf dem Zettel gehabt. Die spielen halt einfach geilen Fußball. Die haben sich jetzt über die ganze Saison stetig nach oben entwickelt. Geile Wildcard-Spieler dazu geholt, die holen das Ding. Die dominieren Las Liga Ladies komplett. Ich sag dir, der Becken von Calcio, ich call direkt 3 Tore. Tore aus der eigenen. Spannend, oder?
Warum? Der das Eck zur Las Vegas Ladies. Kannst du nicht verkaufen? Oha! Warum? Warum ist nicht der Abend der Spandauers? Ja? Beide? Mit Eis in seinen Venen. Nein, hab ich nicht. Kevin Megan! Das gibt's doch nicht! Der Mann ist ja doch menschlich! Kevin Megan! Und damit gehört der First Pick in der zweiten Lebensrunde. Er schneidet nichts raus. Für die zweite Saison. Das freut alle wie das Gelb. Das ist geil, ne? Ich kann sagen, und er lässt es drin, ja. Er lässt auch noch drin, wie du sagst. Genau so. Der Mann mit dem linken Hammer, Turgay Akbulut. Was ist da los, Präsident Knabe? Herr Präsident, was machen Sie? Viele Menschen wohnen hier. Das ist Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Halbfinale hier beim Final Four. Okay, Freunde, zweites Halbfinale, Streets United, Eintracht Spandau. Ich glaube, es gibt 5-2. 5-2 für Spandau. Das Ding ist, wir machen jetzt hier so ein kleines Manager-Zocken da unten auf dem Rasen. Froski komischerweise verletzt, Timau komischerweise verletzt. Der Einzige, der jetzt wieder reinläuft, bin ich. Sag ich euch ganz ehrlich. Und bist motiviert. Ja, saumotiviert. Aber ich sag euch ganz ehrlich, so ein Timau hätte ich da gern mal gesehen, wisst ihr? So fußballerisch. Redet doch mal viel, gell? Von uns beiden bin ich ja der Schlechtere. Den hätte ich ihn jetzt gern mal gesehen. Froski vielleicht besser nach seiner Aktion, ne, wo er dann echt alles runtergeschmissen hat. Ist vielleicht gut, aber ja. Coach Ludwig? Alter, du sitzt falsch, ne? Eigentlich auch. Also Freunde, ich habe heute gedacht, ich gehe heute so raus. Ne? Ein bisschen. So ist gut, oder? So. Körperbetont, wichtig. Ein bisschen Körperbetont. Also Präsenz zeigen. Ja, vor allem unseren Coach, das ist die größte Frechheit, weißt du? Unseren Coach will immer Gegner ziehen. Lu, was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Hast du mich nicht ein bisschen gesehen bei dem Training? Ich war doch da, wollte ich mich nicht haben. Machen wir jetzt warm oder aufs Feld? Direkt kalt. Welcher Positionsspiel eigentlich wäre? Keine Ahnung, ich weiß anders. Was willst du? Kein Plan, aktuell Auswechselbank links hin. Wie willst du? Ich habe mal nach Sturm gespielt, linker Sturm. Ich spiele vielleicht kein Nerven spielen. Das ist eine Runde. Ihr wisst eure Teams, ja? Los. Gut. Ja, aber. Also, ich glaube, ich bin nach dem Arm machen Platz. Aber läuft schon bis jetzt. Ja, läuft ja, eins an. Ich habe nur ein bisschen Angst, gegen uns als Coach zu spielen. Guck dir die Maschine da mal an. Ja. Achtet mal zu. Alter, ganz lieb verlernt. Zimbo schießt. Oh.
alle da, hat er gesagt. Doch, er ist auch Coach. Er ist auch Coach. Ja, er ist ein Coach. Hey, okay, komm, Simon, rein. Ja. Wen hol ich raus? Max, Max, komm. Er hat gesagt, er wechselt nicht spontan. Ne? Ehrlich jetzt? Klar, Alter. Ich bin der Joker. Ja, ich hab keine Ahnung. Hey. Wenn du reinkommst, wichtig, lass die Beine zu. Egal, was passiert, lass die Beine zu. Also du sagst Tor, zu, egal, aber Beine zu. Okay, gut, also so. Einschlagen. Guter Kameramann! Was ist das für ein Disrespect? Wir schießen nach Tabellenrangliste, das heißt, wir sind die Drittletzten. Wir müssen jetzt, alle Teams schießen nach der Saisontabelle, also Platz 1. Jeder passt und der Ball muss so weit wie möglich an die Torlinie. Und der Ball, der am weitesten an der Torlinie liegt, gewinnt 5000 Euro für einen guten Zweck. Ich will ein Foto mit dir machen. Man darf aber auch andere Bälle wegschießen. Ich will auch richtig gut raus. Schnick-Schnack-Schnuck. Es darf nur einer vom Team schießen. Der Schnick-Schnack-Schnuck gewinnt, dem gehört der Tod. Vorweg, ich will das jeder alles. Fürs Team. Wir haben den Ruf zu verlieren. Welchen? Der ist ja weg. Nick. Warte, warte. Nick, na, ich kann auch schießen. Ja. Aber du kannst schießen. Nein. Doch, ich bin okay, dann mach ich nochmal fertig.
Komm, ich schieße einfach Pech gehabt. Nein, nein, jetzt nicht. Sehr gut, schießt du. Achte, achte, achte. Oh ja. Der Mann hat höher gespielt. Ja, ja. Ey, ich wusste, vieles geht, weil er schon zu weit vorne liegt. Nochmal 50 Sass, wenn er wieder trifft. Sie kann es ja auch ohne Schnitt. Wo schießt du hin? Rechts oben. Rechts oben. Okay, alle rechts oben. Oh, schade. Oh, das war knapp. Gott, war das schlecht. Ich hab gedacht, der reagiert, aber... Der zuckt an. Wow! Alles war geplant. War alles geplant. Oh Gott, oh Gott. Ganz flach unten. Ich glaube, der muss oben rein. Warte mal, können wir ganz kurz abmachen, was ihr machen müsst, wenn ihr verliert? Also wenn keiner von euch trifft, dann macht ihr alle 10 Liegestütze. Okay. Ich habe schnell darauf eingelassen. Ja, in den Winkel, genau so. Das Gefühl wahrscheinlich. Ich bin links unten. Wow. So, ich mach's nicht. Haben wir noch eine Chance? Noch einmal! Komm, einmal muss noch. Die eine Runde noch, weil wir so nett sind. Versuchen vielleicht zu chippen. Boah! Ey, aber das ist wirklich. Also, du musst mit Gefühl oben rein, ja. Du musst mit Gefühl. Mit Vollspann oben rein. Ja, Vollspann. Gefühl habe ich jetzt dreimal probiert. Ja. Die eine letzte Chance habt ihr, sonst sehen wir gleich nicht. Das macht süchtig. Ne? Das bringt mir Bock. Ich will das jetzt schaffen. Können wir so lang schießen, bis wir es packen? Einmal, noch eine Runde. Einer dürfen wir noch. Eine, oder? Einer. Was sagt ihr? Einer. Er hat 20 gestützt. Was gibt's denn jetzt? Zapgift, ne? Ich würde dir gerne was da. Nein! Ich habe eh davon. Muss wirklich. Du musst genau oben sitzen. Das ist ein Schuss. Das ist nur zur Anluft. So, dass er mehrmals stoppt. Zum Luftfahrt. Nein, aber außen ist oben der Linie. Nein, Luftfahrt. Mein Gott! Schade! Da waren nur 9! Es waren nur 9! Das ist der Hälfte, warte! Nein! Ja. Das ist doch nicht auf die Gegend! Mann! Aber stark! Klappte Tunnel zweimal! Alle auf! Alles ist auf einmal! Borderly! Wie geil das aussieht! Fensterglas durch den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feiern zu hart. Bis die Wolken wieder nieder sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder nieder sind. Kannst du nicht sehen, wo unsere Feuerwehr. Turbo! Und die 7, Yassi Tambo! Die 8 hat der Sport gemacht. Finale der Border League. Streets United gegen Calcio Berlin. Finale an. Streets United gegen Calcio Berlin in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Jetzt geh, Junge! Schrei, schrei,
also klasse. Wir haben einen Schwieger. Wir haben einen Schwieger. Hast du dich gerade formatiert? Nein. Ja. Wie also? Das Team von Lukas Podolski. Hätte ich aber lieber als Spaß. Aber GG, Mann. Weil ich die stabilste gewesen über die gesamte Saison. United gewinnt die Borderlinge. So, Freunde, wir stehen wieder hier, wo gestern alles angefangen hat. War eine sehr, sehr lange Nacht. Einen Mann haben wir auch verloren, der sitzt jetzt mittlerweile oder steht wieder hinter der Kamera. Ja, war ein sehr, sehr geiler Abend gewesen. Lasst dir gerne ein Däumchen nach oben da, lasst dir gerne ein Abo da. Wir fahren jetzt noch auf zum Ballerlieg. 3 Stunden nach Hause im Porsche. Viel Spaß beim Einsteigen hinten. Ja, Freunde, aber saugeil. Krass, was die hier machen. Guck mal, was da einfach unten drunter war. Ja, ja. Von der Ballerlieg. Haut's da rein. Frauen nach unten lassen, geil. Reicht für die Wissenschaft, wirklich, ja. Muss auch holen. Hopp auf, komm.